Previously at Dead Rising 3. Genau, das ist unser Taxi von vorhin, was schon leicht am Dampfen ist. Ja, das macht nichts. Aber es fährt noch. Es fährt, es reicht. Juhu! Und es also fährt immer noch. Fährt es. Es hat gefahren. Können wir es nicht umschmeißen? Nee, wie gut. Raus, ja, raus, 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 weg, raus. Ja! Alles kaputt. Und die letzten Fahrzeuge. Gut, dann müssen wir uns halt wieder was Neues organisieren. Ja, organisieren sich neue Fahrzeuge. Zombie hinter uns! Hier sind wir doch schon mal unten gewesen, richtig? Ich glaube ja. Ja, hier waren wir schon mal. Das war ziemlich lange her. Ja! Moment mal, ich muss mal einmal was tun hier. Finde eine Granate. Ja, ich habe eine dabei. Okay. Eine Pistole. Ich habe zwar keine Pistole. Eine Pistole will er auch? Hier haben wir schon mal eine Pistole. Moment. Das ist mal das Erste. Moment, ich muss sie mal irgendwie ins Visier kriegen, weil ich habe eine Granate. Da. So. Genau, dann brauchen wir nur das Polizeischild. Das lag hier auch irgendwo auf dem Tisch. Hab ich vorhin gesehen. Oh, Schrotflinte. Oh, Sturmgewehr. Oh, Bowie-Messer. Nee. Hier haben wir noch ein Sturmgewehr. Ha, hier. Polizeischild. Ich habe auch eins. Wie, du hast auch eins? Ich hab ja gesagt, liegt oben auf dem Tisch. Meins ist viel schöner als deins. Und ich bin... Du kannst eins behalten. Nein! Ach, fuck. Kann ich das Ding nicht wegschmeißen? Das ist das einzige Teil, was man nicht wegschmeißen kann. Was? Gibt Twain eine Schrotflinte? Ach, wenn es weiter nichts ist. Hab ich schon. Nerv! So, lässt er uns endlich in den Dings da, in diesen komischen Raum rein? Das stimmt. Unterbewaffnet. Hey. Schön, Level 38. Twain ist beigetreten. Ja, aber reinkommen wir hier trotzdem nicht, ne? Nee. Was hat er gesagt? Der Sohn des... Des Bürgermeisters hat einen Schlüssel für diesen für das Waffenarsenal. Also müssen wir den noch finden und töten. Dann kommen wir hier auch rein. Ich bin gerade am Grübeln. Wir haben den Kerl jetzt dabei. Wir haben in der Nähe, haben wir hier unten ein Safehouse. Also sprich da. Bringen wir ihn zurück und rüsten dich aus, weil du hast ja auch keine Waffen mehr. Ich hab nicht mehr ganz viel, nein. Wäre das ja eigentlich eine ganz passende Idee, oder? Ja. Nix. Boinks. So. Müssten jetzt irgendwie erstmal... Ah, genau, hier oben. Hoch. Und hoch und Tür öffnen, genau. Und die Tür ist auf und ich habe meine Schrotflinte weggeschmissen gegen eine Granate. Hast du jetzt von ihm die Knarre gekriegt, diese besondere? Diese hier?
Ich weiß nicht. Das habe ich mir vorhin gebastelt. Das ist einfach nur eine Pistole mit einer Taschenlampe. Ach so, nee, er wollte ja nicht sagen, er gibt seine Schrotflinte her gegen eine, wenn wir ihm eine geben? Nee, ich habe nichts gekriegt. Hat er nichts fallen lassen? Nee. Geh du mal schon mal weiter. Ich habe es nicht gesehen. Also dann liegt es da noch. Ich schau mal schnell nach, weil das wäre nämlich schade, wenn wir die nämlich liegen lassen. Das sollte man nämlich nicht. Ja, wenn ich jetzt auch noch richtig laufen würde, dann wäre ich sogar richtig glücklich. Wir sind hier vorne her, glaube ich, oder auch nicht, oder keine Ahnung, habe mich verlaufen. Ja, ich glaube, ich habe mich sehr stark verlaufen. Genau. Scheiße. Super. Ja, ich habe mich verlaufen. Schön, aber ich bin draußen. Was haben wir hier? Oh, schön. Hier haben wir was, was wir noch nicht gemacht haben. Und das ist, für was ist das? Schusswaffen? Ich bin hier nicht mal in deiner Nähe. Ich habe eine ganze Menge Schusswaffen dabei. Aber du hast doch Zombies in deiner Nähe. Momentan gerade nicht wirklich. Dann sieh mal zu, dass du rauskommst. Ja, ich kann aus dem Fenster gucken, aber das Fenster ist so klein, ich komme nicht raus. Beeil dich! Los! Die haben Drain nämlich alle ganz dolle lieb. Was machst du da? Soll ich nach oben gehen? Ich bin nach oben gegangen. Ich bin hier oben, ich häng fest. Wieso solltest du nach oben gehen? Nicht? Nein! Wer hat gesagt, du sollst nach oben gehen? Drain hat gesagt, ich soll nach oben gehen. Was? Ja. Hat er? Ja, hat er. Geh okay. Hoch, hat er zu mir gesagt. Exit ist gut. Bist du weit draußen? Weiß ich nicht. Dieses Gebäude ist so riesengroß, halt da gibt's einen Keller. Den Keller brauchst du nicht. Ah, los! Da. Gib Gas! Toll, eine Schutzwaffe ist leer. Beeil dich! Wieso? Das ist doch hier. Silber! Oh, ich brauche jetzt noch einen Pappler. Oh! Oh, noch eine Pistole gefunden. Ah, sollte reichen. So viel Schuss habe ich noch. Sag gerne. Sehr schön! Aber jetzt habe ich nur noch einen Schuss und bin mitten in einer Zombie-Horde. Das ist gut! Nee, doch, ein paar Schuss habe ich noch. Aber Gold! Und das gab richtig schön Erfahrung. Ja, und drei Attributspunkte. So, wo seid ihr jetzt? Ehrlich gesagt, kein Plan. Ab zum Safehouse. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung das jetzt hier gerade ist, das Safehouse. Wir sind, War das nicht hinter der Polizei einfach hoch? Im Prinzip ja. So gesehen renne ich hier gerade komplett falsch. Los, Dwayne! Beeil dich! Na super. Nee. Dann wenn er hierher. Ja. Genau, hinter der Polizeistation. Ich seh dich, kann ich sehen. Ja. Wir müssen gerade ein bisschen hier den Weg freikloppen. So. Zack. Zu Hause. Flupp. Und raus. Erstmal hier die scheiß Waffe. Kann hier rumliegen bleiben. Was habe ich noch? Ein Breitschwert lasse ich auch hier. Dann habe ich nichts mehr. Wunderbar. Megafon? Und ein Elementarfeuerstab. Ne, ich will eine normale Ampel. Elektrostab. Warum ist der Elektrostab genauso teuer wie der Elementarstab und der Elektrofeuerstab? Totaler Kappe ist genauso auch wie das Elektromegafon, ist genauso teuer wie das Powermegafon. Ist im Angebot. Versch-
verstehe ich nicht. Naja, muss ich ja auch nicht verstehen. So, den Schrott, den kann ich jetzt erstmal wegschmeißen. Den will nämlich kein Schwein haben. Nein! Schon wieder mitgenommen. So. Und jetzt heißt es ab hoch Hauptmission. Moment, ich habe noch 3 Punkte zu vergeben. Ach, stimmt, da sagst du was. Zombie-Mengen durchtauchen. Jetzt habe ich Gewandtheit auf voll. Wie auch. Leben habe ich voll und Gewandtheit habe ich voll. Oh, Feuer. Aber Leben voll ist gut wegen der Erholung. Oh ja. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Mechanik. Weil dieses Fahrzeug geht nicht mehr kaputt. Das hört sich nämlich sehr interessant an. Ja. Gerade bei unserem Fahrstil. Ja, bei meinem vor allen Dingen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Richtung Brücke. Haben wir nicht noch irgendwas gehabt zum Fahren? Nee, ne? Ist eigentlich alles weg. Nee, klar. So. Ja, dann müssen wir wohl zu Fuß. Also zur Hauptquest haben wir gesagt, ne? Mhm. Zupf. Hatte ich den jetzt außerdem rausgenommen? Welchen? Nee, ne? Achso. Ja, egal. Ich hätte jetzt gedacht, dass dass mein Wegpunkt auch dein Wegpunkt ist, oder nicht? Nee, ist er nicht. Okay, das ist dann was anderes. Oh, ich habe was Schönes gefunden. Ja, ich habe es gerade gesehen. Was hast du gesehen? Du machst dir jetzt schon Angst. Ja. Okay. Wir müssten dann erst eigentlich. Hä? Da kommen wir gleich nicht durch. Da gibt es gleich eine Sperre. Fahren wir zurück und jetzt nach. Genau, diese Richtung. Okay. Das ist zur T-Kreuzung und dann links. Und hier links. Geradeaus. Bis zur T-Kreuzung und dann wieder links. Wieder links? Ja. Also hier links. Ja. Und ungefähr in 50 Metern wieder rechts. Das heißt wieder rechts. Okay. Und dann sind wir schon auf der richtigen Straße. Sind wir auch schon fast da. Festhalten! Oh nein, bitte nicht! Halt, stopp! Das ist zu weit! Ja! Viel zu weit! Wir sind zu weit. Wir sind zu weit. Wir sind viel zu weit. Wir müssen eh nach unten, ne? Wenn das nicht stylisch war, dann weiß ich es auch nicht. Ich nehme alles zurück. Funktioniert ja. Hier steige ich lieber aus. Ja. Und hier müssen wir auch hin. Ja. Ah, endlich können wir hier rein. Oh, schön. Was haben wir? Oh, Bauplan. Hier ist ein Bauplan. Hier ist ein Bauplan. Und der Bauplan sagt, was bauen wir uns? Wir bauen uns eine super Armbrust. Ja, aus was denn? Aus was denn? Ich habe eine Armbrust. Die super Armbrust wird gebastelt aus einem Motorradmotor und einer Armbrust. Oh weia, ich weiß, was kommt. Aus einem Motorradmotor? Ja, der liegt hier. Moment, der liegt so viel. Und eine Armbrust. Hier liegt zu viel. Ich will das nicht. Ich will. Oh. Ich glaube, ich nehme die ganzen Sachen gleich hier in die Hand und schmeiße sie weg. Und so, nimmst du dieses und das. So, jetzt sage ich, die Armbrust, die habe ich jetzt auch weggeschmissen. Ich mache eine super Armbrust. Was macht das? Vorsicht, geht zur Seite. Mist! Das Ding hat ein Dauerfeuer, kann das sein? Warte mal. Hä? Ach so, Scheiße. Der Dauerfeuer das nicht. Toll. Au! Also ich lasse mal fallen. Also ich weiß noch nicht, was an der so super ist. Ich probier's gleich mal bei Zombies aus. Was zum? Ach, ich sehe es, die schießt nicht nur einmal, die schießt, Die schießt so Flächen. Ja, ein Flächenschuss, was er hat. Also nichts für mich. Jedenfalls im Moment nicht. Was haben wir hier? Und hier ist nur der eine Wagen.
Was müssen wir jetzt hier machen? Oh, ich habe hier was gefunden! Ich komme. Komm mal her und spiel mit mir. Scheiße! Aha. Tü-tü-tü-tü. Ist hier irgendwo... Ah! Was gefunden? Statue. Wir müssen... dahin. Aber warte, 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 warte. Irgendwo hier... wo ich jetzt den Wegpunkt gesetzt habe. Ja, genau, da hinten in diese Richtung. Da ist noch ein Bauplan und den sollten wir uns auf jeden Fall holen. Mhm. Ja, da vorne liegt er, ich sehe ihn schon. Und wir haben hier ein Laserschwert. Ja! Eine Taschenlampe und Edelsteine. Ein Laserschwert, wie geil ist das denn? Ja, du musst dann schon die Taschenlampe nehmen. Wo ist sie denn? Da liegt sie. So, jetzt bin ich mal gespannt. Yes. Ja, ich will auch mal. Ich bin Luke Skywalker. Am Arsch, ich will auch mal. Ja, schmeiß es weg. Schmeiß es doch weg. Toll gemacht. Super. Ist es kaputt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es weg. Wo ist es denn? Du schaffst es jedes Mal. Da haben wir mal ein neues Spielzeug und du schmeißt es immer weg. Toll. Laserschwert gebaut, jetzt hast du es weggeschmissen. Oder hast du es wieder gefunden? Nein, es ist weg. Also hast du es wieder gefunden. Ey! Ey! Warte mal. Wie sind wir denn hier? Da. Oh, Safe House. Wow, das ist cool. Safe House. Dringend. Safe House. Ja. Ja, weil so eine normale Kombi-Waffe wahrscheinlich nur. Next time at Dead Rising 3. Ja, es sind ein paar größere dabei. Guck mal, oh, den Lukas! Bumm! Das Ekel. Okay. Oh, 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 oh. Oh! Ups!